So, machen wir eine Testaufnahme von der anderen Seite her. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie das hier von der Seite aus funktioniert. Ja, wir haben Donnerstag, Feiertag, 3.6. Ich stehe hier oben auf dem Brachfeld. Wie gesagt, vorhin hat mal richtig derbe Schauer gegeben. Jetzt ist aber eigentlich alles wieder schick. Also Sonne kommt jetzt richtig geil raus, richtig warm geworden. In der Sonne fast nicht auszuhalten, hätte ich beinahe gesagt. Ich mache mir jetzt noch mal gerade einen Kaffee und dann mal gucken, ob noch was geht. Aber wie gesagt, teilweise ist das Band so dermaßen überlagert auf AM, FM, Seitenbänder. Ja, selbst der Tommy, der nur 30 Kilometer von mir wegsteht, kommt momentan gar nicht so gut rüber. Ja gut, ist halt so. Muss man erstmal mit leben. Gott sei Dank gibt es noch WhatsApp, wo man sich hin und wieder noch mal drüber verständigen kann. Mal gucken, vielleicht wandern wir gleich noch mal auf andere Frequenzen ab. Irgendwie auf Kanal 1 bis 40. Wäre eine Idee. Ja, jetzt kann ich euch noch mal rumstellen. Ich weiß gar nicht, ob man das von hier aus so gut sieht, aber jetzt muss man mal gerade warten, bis er da so erstmal mal Wasser kocht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir das jetzt zoomen. Ich weiß nicht, wie viel Zoom der da hat und ob man das dann erkennen kann. Ja, jetzt bin ich in den Wolken, jetzt müssen wir das ganze Ding noch ein bisschen runterdrehen. Zu tief. Da ist er. Ja, der ThyssenKrupp Testturm für Aufzugsgedönse und solche Sachen. Ja, guckt man von hier direkt drauf. Weiter ranzoomen geht nicht, oder? Doch, geht noch weiter. Hilla, die Waldfee. Ja, das ist aber jetzt, glaube ich, interpoliert. Da ist er. 32-fach gezoomt. Ich glaube, viel mehr geht jetzt auch nicht mehr. Ne, jetzt sagt er, ist Schluss. Ja, kleiner Eindruck. Wie gesagt, auf den sieht man von hier aus richtig gut. Und alles, was dahinter liegt, ist so Richtung Schwäbische Alb hoch. Naja, gut. Also, viel Spaß euch noch. Und man hört sich, stört sich, liest sich. Ciao, ciao.